Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Kenner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Leon an. Dieser hat über Online-Hundetraining geschrieben, welches er mit 4,5 Sternen bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Online-Hundetraining ist die Hundeschule des Internets. Hier wird den bekannten Problemen eines Hundebesitzers Abhilfe geschaffen, mit smarten Videos, die genau zeigen, wie man es richtig macht. Falls man keine gute, geeignete Hundeschule in der Nähe hat oder diese zu teuer oder mit Methoden arbeiten, die nicht zu einem passen, so ist man beim Online-Hundetraining an der richtigen Adresse. Entwickelt wurde dieser Videokurs von Johanna Esser, einer studierten Journalistin und ausgebildeten Hundetrainerin und leidenschaftlichen Hundehalterin mit 8 Hunden. Im vierteljährlichen Rhythmus bringt sie außerdem ihr Magazin Dog Talking heraus, wo es ebenfalls um Hundeerziehung, Ernährung und ähnliches geht. Sie ist ebenfalls Autorin des Buches So arbeiten die besten Hundetrainer, welches 2012 erschienen ist. Sie ist die optimale Begleitung durch den Kurs und die verschiedenen Module. Sie ist Expertin und weiß auch, wie man Wissen angemessen kommuniziert, sodass einem auch wirklich geholfen wird. Der Kurs besteht aus insgesamt 12 Modulen und zusätzlichen 3 Bonusmodulen. Wöchentlich wird jeweils eine Lektion freigeschaltet und nach 12 Wochen steht einem der ganze Kurs zeitlich unbegrenzt zur Verfügung. Als erstes werden die Basics erklärt. Wie erlange ich die Aufmerksamkeit des Hundes und Hörzeichenkonditionierung? Sitz, Platz, Fuß und so weiter. Im nächsten Modul wird an der Leinenführigkeit gearbeitet. Die meisten Hundehalter kennen wohl das Gefühl, wenn der Hund an der Leine zieht und wie anstrengend das sein kann. Gezeigt werden hier Übungen, wie man diese Fehlverhalten korrigiert. Im dritten Modul geht es ohne Leine weiter. Wie schafft man es, dass der Hund entspannt läuft, auch wenn die Leine ab ist und er dennoch in meiner Nähe bleibt? Diese Fragen werden hier geklärt. Das vierte Modul beschäftigt sich mit spielerischen Übungen, die man in seinen Alltag integrieren kann, um Kommandos für den Hund zu festigen. Modul 5 zeigt das Abrufen des Hundes aus jeder Situation zu jedem Zeitpunkt und im siebten wird gezeigt, wie ein Hund eigentlich lernt und wie man eine geeignete Lernumgebung schaffen kann. Die nächsten zwei Module zeigen sinnvolle Beschäftigungsmöglichkeiten für den Hund und wie man Alltagsprobleme, Hund bellt bei Türklingel, Besucher anspringen, die eventuell auftreten, lösen kann. Modul 10 zeigt, wie man eine vertrauensvolle Verbindung zu seinem Hund aufbaut, die langfristig hält. Im 11. Modul geht es um die kleinen Helferlein, die Johanna Esser selbst verwendet. Hier wird also die Ausrüstung beleuchtet und was empfehlenswert ist und was nicht. Das letzte Modul handelt von dem angeborenen Jagdtrieb des Hundes, der oftmals zu Schwierigkeiten führen kann, da Hunde dazu tendieren, auf Kommandos nicht mehr zu reagieren, sobald sie an Kaninchen denken. Man lernt hier, wie man den Jagdtrieb kontrollieren kann in einem Schritt-für-Schritt-Prozess, da dies mehr Zeit erfordert. In den Bonusmodulen wird das Klickertraining gezeigt und wie man dies am besten anfängt und einsetzt. Außerdem gibt es noch einen Kurs zum Pferden, eine sinnvolle Beschäftigung für die Riecher des Hundes. Gekauft habe ich mir den Kurs, weil ich nicht die Zeit habe, regelmäßig die Hundeschule zu besuchen, da sie relativ weit entfernt ist. Deswegen habe ich mich im Internet auf die Suche begeben und bin hier auch fündig geworden. Wir haben einen Dobermann zu Hause, der gerade in seiner schwierigen Phase ist mit knapp 2 Jahren. Er kann rassentypisch sehr aufdringlich sein und zieht an der Leine, als gäbe es kein Morgen mehr. An sich ist er der liebste Hund der Welt und möchte schmusen ohne Limit, aber dennoch war es Zeit, ein paar Fehler, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, auszumerzen und dem Hund ein paar Grenzen zu setzen. Also fing ich mit dem Kurs an und schaute die ersten Videos zu den Basics. Auch wenn ich früher jahrelang eine Hundeschule besucht habe, konnte ich auch hier etwas Neues lernen. Das meiste war mir zwar auch so schon bekannt, aber dennoch war die Zeit nicht verschwendet, da ich mich so auch wieder an einige Tipps erinnern konnte. Gespannt war ich also auf die zweite Lektion, die in der darauffolgenden Woche freigeschaltet wurde, wo es um die Leinenführigkeit geht. Dies war mein größtes Problem, welches ich als erstes lösen wollte, damit ich die Spaziergänge gemeinsam mit dem Hund genießen kann und nicht ständig kämpfen muss. Die Art und Weise, wie die Videos aufgebaut sind, ist sehr angenehm zu verstehen. Es wird immer das Fehlverhalten gezeigt, die nötige Korrektur und Anpassung und zum Schluss der Optimalfall. Also erklärte mir Johanna im Video, was ich falsch mache und ich erkannte mich selbst auch wieder. Es wird erklärt, wie man sein eigenes Verhalten anpassen muss, damit der Hund sich so zeigt, wie man es gerne möchte. Bei dem Spaziergang an der Leine werden verschiedene Möglichkeiten der Korrektur mit auf den Weg gegeben und wie man die Aufmerksamkeit des Hundes bekommt, auch wenn dieser gerade die Spur einer läufigen Hündin verfolgt. Bei mir haben die Tipps direkt Anwendung in der Praxis gefunden und eine Änderung war schnell festzustellen. Dazu muss man allerdings wissen, dass man diese Übungen immer mal wieder einwerfen sollte, damit der Hund auch stets lässig an der Leine läuft. Nach einigen Tagen des Übens war mein Hund so entspannt an der Leine, dass es fast schon langweilig war. Die nächste Lektion war allerdings nicht so interessant für mich, da ich meinen Hund generell nicht ohne Leine laufen lasse und schon gar nicht in Stadt nähe. Wenn ich unseren Racker mit auf ein Feld nehme, so lasse ich immer die Schleppleine dran und lasse ihn nur einige Meter von mir laufen und rufe ihn regelmäßig zurück.
Ich habe mir die Lektion trotzdem angeschaut und fand auch hier den ein oder anderen nützlichen Tipp, da man diese auf andere Situationen übertragen kann und nicht nur für jedes leinenfreie Szenario gedacht sind. Wirklich interessant wurde für mich die Lektion, die zeigt, wie man ein Umfeld für den Hund schafft, welches sein Lernverhalten begünstigt. Hier habe ich so viel mit auf den Weg genommen und schon einiges hat in meinem Alltag und Training Anwendung gefunden. Für mich hat sich die Investition von knapp 70 Euro gelohnt, da man hier wirklich hochwertiges, nützliches Wissen für die Hundeerziehung bekommt. Die Videos sind so veranschaulichend mit den Übungen, dass man sie leicht nachmachen kann. Anbei bekommt man immer noch einen Text mit weiterführenden Erklärungen, wo man sich einlesen kann, warum sich ein Hund so und so verhält und vieles mehr. Ich würde dies jedem Hundebesitzer empfehlen, da man dies auch als Ergänzung zur Hundeschule gut gebrauchen kann. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so hinterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.